Moin moin meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play The Legend of Zelda Breath of the Wild zusammen mit Krischi. Moin moin und mit Sascha. Hallo und wir sind hier im in irgendeinem Schrein, ich weiß gerade nicht mehr wie er heißt. Fünf Flammen. Okay. Ja, warte. Nee, nicht dich. Ja, alles cool. Das war gut. Nee, das hat sich nicht so ganz so gedreht, wie ich es gedacht habe. Nach oben? Ja, ich dachte, wenn ich ihn rechts anhaue, dreht er sich nach rechts weg. Ja, okay. Achso, du wolltest, dass die Flamme da reinhält, ne? Warte mal, das wird der Ha! Da zeigt er ja, wie sie sich drehen. Das war fast clever. Ich hoffe, die brennt weiter. Nee, warte mal. Sicher bin ich mir nicht. Die sieht sehr aus. Heißt aber auf der anderen Seite, du kannst sie anzünden. Oder? Ich weiß es nicht. Kennst du noch? Oh. Ja, warte. Dann ist das ja alles ganz easy. Hoffentlich. So. Jetzt nimmst du einen Feuerpfeil, oder? Ja, ich muss erst kurz. Ja. Das ist alles noch nicht so, wie ich es will. So, und jetzt brauche ich den Holzpfeil. Dich hier ein paar Mal. Damit dieses blöde Wasserding weg ist. So. Jetzt. Hoffe ich mal. Und dann nehmen wir jetzt Feuerpfeile, von denen wir ja zum Glück mehr als genug haben. Wenn es so gut brennt. Nee, brennt er nicht. Das ist aber ganz frech. Warte. Erstmal Truhen. Die würde ich haben. Klingt gut. Nur ein paar. Jo. Darf auch gerne ein wertvollerer sein. Ich weiß, wo wir Diamanten en masse herkriegen würden. En masse? Na. In diesem Kacklevel mit den großen Viechern, die dich nicht sehen dürfen. In dem Tempel. Wo der erste Bossfight, sag ich mal, war, den wir hatten. In einer der ersteren Folgen, erinnerst du dich? Mit den vielen Bananen. Ach da. Da waren diverseste Edelsteine noch und Truhen, die wir nicht geöffnet haben. Ja, gut. Da könnten wir nochmal richtig abfarmen gehen. Also ich nehme an, dass ich ihn einmal resetten muss. Ja, ich habe auch das gleiche schon gedacht. Das heißt, er darf nicht ins Wasser kommen, sonst ist es vorbei. Ja. Und du musst und die Dinge an den Seiten anzünden. Richtig. Okay, das ist dann ja aber easy going. Dann machen wir nämlich erstmal. Wenn du den nach unten machst, dann müsste der ja direkt ins Wasser gehen. Ja, Mensch, ich bin nicht auf den Kopf gefallen. Jetzt zweimal den. Ja. Nee. Doch. Achso, den nimmst du. Ja, gut, okay. So, die Frage ist, was hat uns das jetzt gebracht? Vielleicht, oder? Nicht? Doch. Nice. Sehr gut. Will ich meinen.
Zitronen haben wir uns auch gesnackt. Dann haben wir hier fertig. Der war ganz lustig. Ja. Was übrigens auch geil, dass du dich aus der Geron-Stadt einfach rausgeportet hast, wo wir ein Level-Up hätten machen können. Ja. Überbewertet. Nicht zu gebrauchen, der Typ. Ruhe. Verblödet seine gesamte Folge schon wieder nur mit einer dünnen Sinn hier. Aber auch das ist schön, dass man sowas machen kann. Das ist wohl wahr. Dass das Spiel dir die Möglichkeit gibt zu sagen, ey, mach was immer du möchtest. Wenn du Bock hast, eine Stunde durch die Gegend zu kraxeln und Diamanten zu sammeln, dann machst du das halt. Würdest du mich sehr hassen, wenn ich die Map weiter aufdecken möchte? Nö, warum? Alles klar. Dann geht's ab nach Westen. Gut. Ich wollte das nur nicht so schnell machen, weil du mal meintest, so, ich habe keine Lust, gleich alles von Anfang an aufzudecken. Ja, so. Aber mittlerweile so... Weil vielleicht sieht man doch wieder interessante Dinge. Ja, klar. Finde coolen Kram. Klar. Also Leute, wir kommen ein bisschen vom Weg ab, aber das macht ja nichts, ne? In der Tat. Dafür ist das Spiel da. Und wenn euch das nicht gefällt, dann guckt halt woanders. Meinen wir nicht so. Bitte nicht so, bitte nicht. Wir sind schon Mongos, ey. So, wo ist denn da der nächste Turm überhaupt? Das wird vermutlich da dann hinten, ja, der sein. Jo. Passt. Wächter. Konnt umkreisen. Okay. Ah ja, stimmt, da war ja was bei dem Turm. Mama! I think I'm out of range. Out of sight. Ey, ja, ich nehme mal die Kekse. Ja, nein, warte, was? Nein. Ja. Lass mich jetzt in deiner Hügelkuppe sein! Du siehst mich überhaupt nicht mehr. Er trifft dich auf jeden Fall nicht mehr. Hui, hui, hui! So, wo sind wir denn hier? Ich weiß, was jetzt auf jeden Fall gleich passieren wird. Na. Ich habe irgendwie so ein Gefühl. Es macht gleich Plopp und dann kommt wieder so ein Schwertkämpfer. Das war in dem Gebiet irgendwie bis jetzt immer so. Hätten sie sich schon noch Pferde. Ja. Und hier sehe ich einen Krog. Aber der nicht weiß, wo er hin ist. Und hinten. Da. Den nehmen wir doch erstmal mit. Denkst du, kannst dich vor mir verstecken oder was? Ja. Verdammt! Da ist ein Trüffel. Gut. Und Äpfel. Jo, easy going. Den würde ich auch gern finden, den großen wieder. Ja, dass wir unsere Tasche ein bisschen erweitern können. Richtig. Ne? Was hat er denn gesagt? In einem Wald. Ich tippe dieses Gebiet oder dieses Gebiet. Okay. Guck mal weiter rechts. Das sieht interessant aus. Irgendwie so eine kleine Höhle. Ach du Scheiße. Ach nee, das ist so ein schlafender Dings wieder. Hm. Ob wir dem genug Damage machen? Mittlerweile sind wir viel stärker, ne? Also jetzt, wenn wir drauf gehen, müssen wir uns wieder mit den Wächtern direkt rumkloppen. Ja, okay. Was bringt es denn, den zu machen? Dunkler. Ich nehme an, der wird gutes Loot haben. Gehe ich mal von aus. Oh nee, ich gehe jetzt erstmal weiter. Ich nehme an, ich muss da oben hin, um darüber zu kommen. Das sieht irgendwie so aus. Dann schauen wir doch mal. Und dann nehme ich mal an, wirst du da oben gleich wieder irgendwas treffen. Hi, Broski. Okay, das ist ja so ein Chilliger, der ist ja egal. Schön. So, was Gutes. Na, immerhin 20 Rubine.
Ach nö. Tu das Not. Die Keule. Ja. Gut, dass du vorher auch ein Schild ausgewählt hast, der nicht metallisch ist. Tu. Achso, mein Bogen. Ja, warte. Mein Pfeil hätte ich gerne wieder. So. Das sieht fast einladend aus. Fast. Ja. Ansonsten rechts runterspringen. Ah, du kannst gar nicht die Dings hoch wegen Regen, ne? Ich könnte da hinten rüber. Aber ah, das sieht auch nicht einladender aus. Nicht so ganz. Aber du wartest noch kurz, dann ist der Dingsgehöter vorbei. Oh. Ich hätte nicht gedacht, dass. Oh. Oh! What the fuck? Voll das geile Inferno-Duell hier, ey. Ey! Ich kann auf einmal weiterschießen, das wird aber frech. Nimm Bombenpfeil. Ja, ich glaube, Bombenpfeile funktionierten im Regen auch nicht. Ach so, stimmt. Ach! Sascha geht in den Infight. Eine Sekunde. So, einer schon mal weniger. Jetzt will ich mal kurz eine Gleichheit futtern. Ja. Ja, das sieht doch gut aus. Der Kopf ist schon aus. Ja, da wollte ich. Ja. Fast gar nicht geruckelt. Legt euch nicht mit mir an, ey. Also eure Feuerpfeile nehme ich gerne. Soldatenbogen ist auch nicht so verkehrt. Du droppst natürlich nur normale Holzpfeile, ne? Obwohl, ne, das ist der von da oben gewesen. Ja. Der Loot von dem anderen, der hat keine Pfeile gedroppt. Das ist ja frech, ey. Stachelbogen. Ist oben noch was drauf? Nö, ne? Nö. So, und jetzt, wo wir durch sind, fällt es auch gleich auf zu regnen. Beziehungsweise genau. Zu gewittern. Und dann fängt es auch gleich wieder an. Da steckt ein Ding. Verrostetes Schwert ist egal. Du brauchst den zweiten Namen vielleicht noch kein Bild. Doch, haben wir. Von zwei hin? Jo. Das sah krass aus. Komm, warum ist denn hier vorne schon wieder so ein Gegner spawnen? Oh, das sind keine Gegner, ne? Ich glaube, ich bin noch zu weit weg. Oh, hi. So weit weg bist du gar nicht. Gegen euch würde ich gerade ungern kämpfen. Auch wenn es gerade aufhört zu regnen. Das Plateau da hinten sieht auch interessant aus. Naja. Geht ihr mal weiter auf den Sack? Natürlich. Don't do this! Gut, komm einfach mehr. Machen wir mal was mit dem Bogenschütze.
What the fuck ist das denn? Ich hab mich auch gerade gefragt, was das für eine geile Drachenschlange ist da. What the fuck? Ich will hin. Also, in die Richtung irgendwie. Nee, warte mal, dich wollen wir jetzt aber gerade nicht. Bin ich froh, dass es aufgehört hat zu rechnen. Ja. Warum habe ich immer diese nervige Kletter-Action, ey? Sollst dich mit der Kletter-Action auch nicht zu lange aufhalten. Du hast jetzt ein bisschen Wolken, dann Sonne, dann wieder Gewitter. Ja, das ist so easy going. Der Turm wird bestimmt auch nicht ohne weiteres zu erklimmen sein. Sehe ich schon wieder Blitze. Ja. Ach du Scheiße. Von denen wolltest du ja nicht mal einen machen. Nein. Die Fucker sind übertrieben nervig. Du kannst unsere Dingsrüstung anziehen und... Ja gut, oder so. Ja, ich weiß nicht, ob sie das Wasser wirklich berühren. Hm. Könnte klappen. Muss aber nicht. Oder drin im Kreis? Nein, ich glaube nicht. Der auf jeden Fall nicht. Oh lol. Ach, das ist jetzt auch noch tiefes Wasser hier. Ah. Ja, komm mal her, Bro. Oh. Komm mal nicht her, Bro. Warum war ich davon ausgegangen, dass wir keinen Elektroschutz mehr brauchen? Ja. Weil Reasons. Nee. Okay, dass wir den noch nicht haben, das wundert mich gerade ein bisschen. Naja. Oh, das ist ja mega annoying jetzt. Gucken, ob der Bogen was kann. Ach Quatsch, das ist ein Stachelbogenbogen, Mensch. Nein, das war ein Knochenbogen. Ja, aber trotzdem ist es... Vielleicht kann der mehr, der Gegner ist ja auch nicht so schwach. Ich weiß auch, 24 Schaden, aber... Wie mache ich den jetzt? Gar nicht, ich würde oben auf den Berg gehen und hingleiten. Die na, Distanz schaffe das... ich doch nie im Leben. Nee. Tja, dann ziehst halt durch. Aber da unten im Wasser sind ja halt auch noch andere Gegner. Ja. Aber das sind immer so Dinge, wo du zwischendurch dich ausruhen kannst. Ja, so, ich probiere das tatsächlich einmal. Wie gesagt, ich will nur nicht sagen, ne? Ewig Zeit hast du nicht. Ah, das ist ja alle Zeit der Welt. Noch. So was von Glück. Turm der Hügel. Ja, warte mal, chill machen, bitte. Oh, come on, mate. Ich würde erstmal die starke Rüstung wieder anziehen. Und dann nimmst du so ein Ding, genau, dann düst du da hoch. Düst er da hoch, sagt er. Nee. Der maximale Leben ist kein wirklicher Effekt, oder? Okay, wir haben aber auch nichts, was uns mehr Ausdauer genau. Gibt, schade. Warte mal, ich jetzt kann. Boah. Ich glaube, ich bin hier trotzdem nicht safe vor dem. Okay, warte, doch, scheinbar schon. Nee. Motherfucker, ey. Ja, fast.
come on! Oh. Gut, dass ich den Scheiß nicht machen muss, ey. Das würde mich mega aufregen. Wird's das? Wird. Dankeschön. Oh Gott, das ist immer noch so ein Stücken. Jetzt hast du es aber scheinbar geschafft. Alter, das war eine schwere Geburt, ne? Alter. Elektro ist so dezent annoying in diesem Spiel. Ja. Puh, Glückwunsch. Oh, danke. Schicker Steiner Kamm, schicker Turm wird. Oh, so steht man. Das scheint ein recht lebloses Gebiet zu sein. Das ist aber auf jeden Fall ein Schrein. Teleportpunkt aktiviert. Bling. Auf den ersten Blick sehe ich nichts Interessantes. Nee. Aber schauen wir doch nochmal, was der werte Herr hier zu uns zu sagen hat. Wenn ich weiß, wo er ist. Da. Hm. Ziemlich hoch. Wenn ich vom Vogelvolk wäre, würde es wohl gehen. Buh. Ja, wo kommst du denn her? Erschreck mich doch nicht so. Wie bist du hier hochgekommen? Wie bitte? Das könntest du mich auffragen? Mit einer Frage auf einer Frage antworten. Ich sehe schon. Aber gut, ich bin Forscher und auf der Suche nach dem Vogelvolk. Angeblich soll es hier leben. Entschuldigung. Also habe ich mich auf die Suche gemacht, aber plötzlich bebte die Erde und dieser Turm tauchte auf. Und da ich nicht wieder herunter konnte, habe ich mich eben hier eingerichtet. Die Story haben wir schon mal gehört. Aber in schwierigen Zeiten wachse ich über mich hinaus. Dieser Ort ist perfekt für das Erforschen des Vogelvolks. Und wie bist du hier hochgekommen? Kommst du nicht mehr runter? Ich fliege runter. Was? Du kannst fliegen wie das Vogelvolk? Ist das wahr? Ich forsche seit Jahren daran, wie man auch als Hylianer wie das Vogelvolk fliegen kann. Was sagst du? Ist es mehr gleiten als wirklich fliegen? Das macht gar nichts. Anhand der Gleitdistanz kann ich Berechnungen anstellen, die uns irgendwann das Fliegen ermöglichen. Davon bin ich überzeugt. Also, kannst du von hier losgleiten, damit ich sehe, wie weit du kommst? Ich nenne diese Versuchsreihe die Vogelvolk-Herausforderung. Zeig mir, wie weit du gleiten kannst und ich belohne dich je nachdem, wie weit du gekommen bist. Also, zeigst du mir deine Flugkünste? Alles klar. Ja, ne? Sehr schön. Dein Name wird für die Geschichte der Vogelvolkforschung... Entschuldigung, wird in die Geschichte der Vogelvolkforschung eingehen. Okay, aber eine Sache noch. Da du eigentlich gleitest und nicht fliegst, ist die ganze Angelegenheit nicht ohne Risiko. Deswegen muss ich eine Gebühr von 20 Rubinen verlangen, damit das Ganze im schlimmsten Fall nicht umsonst war. Fliegst du trotzdem? Ja, 20 ist in Ordnung. Okay. Landepunkt, Windrichtung, Ausdauer. Das sind die Dinge, die du beim Gleiten beachten musst. Gleite los, sobald du bereit bist. Hiermit beginnt die Vogelvolk-Herausforderung. Schwing dich in die Lüfte. Weißt du, erst konnte ich überhaupt nicht glauben, dass ich überhaupt schweben kann und jetzt soll ich auf einmal noch... Will er mir erzählen, wie es richtig gemacht wird? Jo. So, wo sollst du hingleiten?
irgendwo hin, soweit es geht. Heißt am besten über eine Klippe oder sowas rüber. Jetzt hier noch mal kurz um. Aber er zeigt ja in die andere Richtung und da leuchtet jetzt auch was. Questmäßig. Hä? Plakate. Nee, das ist ja keine eigene Quest. Wir sind bei der Quest Feuertitan. Na gut. Aber komm. Wir können uns ja jetzt jederzeit zurückpoppen hier. Was siehst du? Hier. Läuft oben Counter bei. Ist mir nicht aufgefallen. Ja, glaube ich dir. Gut, es wird eh nacheinander Ausdauer scheitern, also. Jo. Weil das schon eine ordentliche Weite ist, die wir hier zurücklegen. Jo. Über 400 Meter, das geht klar. Ich kann mal überlegen, ob ich da noch runter will. Ja. Na, scheiß drauf. Hier nutzt. Dann porten wir uns automatisch zurück. Das ist gut. Du hast beim Starten so zuversichtlich ausgesehen, aber am Ende hat es nur für 424,7 Meter gereicht. Dieses Ergebnis hilft mir nicht besonders bei meiner Forschung, deswegen kann ich dir auch keine Belohnung zahlen. So. Stell dir einfach vor, du wärst vom Vogelvolk und dann gib alles. Wie war das? Es ist gefährlich, wenn dir die Ausdauer ausgeht, meinst du? Hm, dann solltest du es wohl so anstellen, dass das nicht passiert. Na, wär's mit einem Flug? Pff, kannst mich mal. Boah, ich dachte, du tryst das nochmal eine Runde. Ja, darf ich vermutlich nochmal 20 Rubine hingeben. Wo hätte ich denn hinfliegen sollen? Ach so, ja. Gut, liebe Leute, aber meine Folge ist schon wieder rum. Der gute Krischi ist. Oh, ja. Was das da geil ist. Ah, das ist wieder so ein Krogbaumstamm, glaube ich. Ach so. Also, meine Folge ist rum. Der gute Krischi wird mal sehen, was er in der nächsten Folge macht. Beziehungsweise wir werden sehen, was er in der nächsten Folge macht. Ja, links da sieht doch nicht so uninteressant aus. Vielleicht ist da in der Mitte was. Das ist da so eine Art Arena. Ja. Aber da schlagen wir Blitze ein. Ja. Das wird übel. Das wird elegant. Darf ja der gute Krischi zum Glück in der nächsten Folge machen. Ich danke euch vielmals fürs Zusehen. Würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Haut rein. Bis die Tage. Ciao, tschüss. Ciao.